Auch nach einer Trennung geht das Leben weiter, irgendwie. Aber es ist schwer nach 13 gemeinsamen Jahren, auch für Thomas Scharf. Die Lücke, die Klaus Allofs hinterlassen hat, symbolisch, sein Stuhl bleibt leer. Auf jeder Pressekonferenz hat er immer neben Scharf gesessen, nun ist er weg. Also, es ist natürlich klar, wenn man so lange zusammenarbeitet, dass da viele Dinge natürlich gut gewesen sein müssen, ne? Also es muss schon gut harmoniert haben, gut gepasst haben, sonst wäre man, glaube ich, nicht so lange zusammen gewesen. Offene Worte für das offensichtliche Dilemma. Das Aus nach 13 Jahren. Wenn man so lange alles teilt, alles gemeinsam erlebt, eng befreundet ist, wenn dann einer geht, ist das immer enttäuschend. Wer das Traumpaar, kongeniales Führungsduo mit blindem Verständnis, ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis, niemals Streit, perfekte Teamarbeit und dann das. Einer bleibt zurück. Sitzen gelassen. Naja, man hätte nichts dagegen, wenn es so weitergeht. Aber im Fußball ist es so, und gerade im Fußball ist es so, dass es viele Veränderungen gibt, dass es eben auch Entscheidungen gibt, die einem nicht unbedingt auch schmecken müssen manchmal und die man aber trotzdem respektieren muss und akzeptieren muss. Und das habe ich getan. Alles erinnert an Szenen einer Ehe. Noch einmal Hände schütteln und das war's dann. Wie muss man sich das vorstellen? Thomas, wir müssen reden. Oder was sagt man da im harten Bundesliga-Geschäft? Man fährt, wie so oft, zu einer Spielbeobachtung. Da gab es natürlich eine gute Gelegenheit, über viele Dinge zu reden. Ich hatte ihn natürlich auch schon vorher, zumindest mit meinen Gedanken, auch konfrontiert. Und also seine Reaktion war natürlich nicht, dass er gesagt hat, ich packe meine Koffer und gehe mit. Sondern es war die, dass er natürlich sehr enttäuscht war. Allofs trägt zwar weiter das W auf dem Trikot, nur leider das von Wolfsburg. Und es knirscht, wie meistens nach einer Trennung. Jeder hat da so seine Version der Dinge. Zwar alles andere als ein Rosenkrieg, aber leichte, ungewohnte Dissonanzen. Dass mir das auch ganz schwer gefallen ist, ihm das zu sagen. Weil ich glaube, das kann ich sagen, dass ich im Sommer, glaube ich, einen großen Einfluss darauf hatte, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Ich treffe meine Entscheidung selbst. Natürlich ist es so, dass man, wenn es um einen Weitergang geht, der Dinge, die man gemeinsam hier vielleicht auch bewegt hat und überhaupt schaut, wie soll es weitergehen, was soll passieren in den nächsten Jahren, dass man dort natürlich sich austauscht und dann natürlich auch guckt, wie sind die Gedanken des anderen, des Partners in dem Moment. Aber es sind meine Entscheidungen. Große Emotionen der sonst so unterkühlten Norddeutschen. Aber ist die Trennung wirklich endgültig? Die mögliche Reunion des frisch getrennten Traumpaares ist natürlich das Thema. Quasi im Stil einer klassischen On- und Off-Beziehung. Wann holt Allofs Scharf nach Wolfsburg? Es wäre für Werder ein Drama. Für das 13 Jahre lang bewährte Dreamteam aber ein Happy End. Doch noch ist es zu früh. Also erstmal ist ja die Situation, dass Klaus Allofs eine Entscheidung getroffen hat, sich eben zu verändern. Und ich bin hier, ich sitze hier, ich bin hier in meiner Arbeit und das werde ich auch weiter tun.